Guten Morgen, meine Lieben. Ja, willkommen zum neuen Video. Ich habe für euch heute ein Tutorial. Wir basteln heute ein Goodiebag, da die anderen Projekte, was ich geplant hatte, nicht funktioniert hatten, basteln wir heute etwas anderes. Genau. Wie ihr seht, habe ich reichlich Umschläge und die will ich jetzt auch mal verwenden. Die sind alle hier irgendwie durcheinander gekommen, oder? Ich habe den Zugang gefunden. Sehr gut. Ich habe jetzt vier, fünf Bücher. Die müssen wir zumachen. Das mache ich ganz einfach mit. Seit dem Klebeband. Was? Machen wir einfach um. Schnell. Einen habe ich mir zurückgelegt. Ich hatte auf sind sechs Briefe gehabt. Ich brauchte aber nur fünf.
sind jetzt alle zugeklebt und wir schneiden die wieder auf. Dafür nehme ich jetzt einen Klebeschneider. Ich mache kurz die Größe an. 13,5 cm. Ich schneide die auf 13 ab. Schon nur so ein minimalen Stück. Dann haben wir nachher hier so eine Tasche. Jetzt kleben wir die Prüfungsschläge aufeinander. Und zwar, dass die Öffnung nach unten zeigt. Drei Lagen drauf. Ich kippe euch jetzt mal ganz leicht. So. Ich habe mir ein neues Stativ bestellt, damit ich wieder professionelle Videos machen kann. Gehe ich mit. Mache ich hier drehbar und auf der Rückseite. Oder jetzt nehme ich mir ein Motivpapier. Thank you.
Kreisen. Und klebe das in die Ecke. Wie ihr seht, müssen wir gleich das Papier einmal verlängern. Das mache ich auch gleich. Verlängern gleich das Papier. Das hier an. Und zwar klebe ich hier meine Knickkante doppelseitiges Klebeband. Noch ein bisschen zu lang ist. Haben das jetzt ein bisschen gedrückt. Und jetzt gefällt es mir perfekt. Dann können wir die Folien abziehen. Unser Grundgerüst ist fertig. Brauchen wir diese Teile hier. Ein paar hier hin.
hier hin, damit es einen doppelten Halt hat. Dann kann man das so aufmachen. Dekorierung natürlich mit euch auch. Dann überlege ich, ob ich ein Kärtchen hier einkleben soll. Und ob ich Standard wie immer mache. Sieht doch gut aus, oder? Und dann nur noch ein paar Stickers. Und das erklebe ich ja mit einer Erhöhung. Und zwar mit Formtape. Klebe ich 3 Stück dran. Dann müssen wir nicht wegsacken. Richtig rumkleben. Und ich habe noch nehme ich noch diese Blumenstickers auf. Ach nee, der hat jede Ecke 2 Stickers bekommen. Ja, und so sieht das aus. Oben werde ich auch noch dekorieren. Dann nehme ich jetzt das jetzt klebende Band. Unten mache ich das genauso.
Tag schiebe ich jetzt auch noch was auf. Ich habe noch die. Vielleicht gebe ich die auch auf. Ja. Das heißt, ich schneide mir jetzt zum Einhauen das weg und klebe das hier erhöht auf. Da brauche ich ja Gott sei Dank nur eine Bahn. Ja, und schon fertig ist euer Goodie Bag. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und wir sehen uns zum nächsten Video. Bye.